So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben Straßen von Neukapenna Set Booster. Wir haben Pre-Release letztes Wochenende gehabt, jetzt haben wir Release-Woche und wie immer öffne ich da erstmal ein paar Booster von dem Set. Und morgen kommt die Pre-Release-Challenge und Donnerstag kommt dann nochmal ein Booster. Ja, so cool. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier, wow, das Artwork ist schon cool. Das Artwork ist cool. Dann haben wir einen normalen Sumpf. Okay, krass. Die habe ich auch schon nicht wirklich viel gesehen. Dann haben wir Krach auf dem Dach. Die Namen in Deutsch sind der Hammer, sage ich euch. Dreimal eine Hexerei, Todesopfer 1. Das heißt, wenn wir den Zauberspruch spielen, können wir eine Kreatur opfern, die genau eine Stärke hat oder mehr. Und wir tappen eine Kreatur unserer Wahl und tappen sie nicht während des Tappsegments und ziehen eine Karte. Und wenn wir den Todesopfer gemacht haben, dann können wir den kopieren, was ganz cool ist. Mitternachtsassassine, 3 Mana, 1-2 Fliegen, Death Touch. Okay, Vampir. Immerhin Vampir. Dein Schweigen erkaufen. 5 Mana Hexerei, eine bleibende Karte deiner Wahl wird in 6C geschickt und der Beherrscher erzeugt einen Chargespielstein. Ja. Tod vortäuschen. 2 Mana Spontanzauber, eine Kreatur kriegt +2/+0. Immer wenn diese Kreatur stirbt, bringt sie getappt wieder in das Kontrolle des Spiels zurück. Dann erzeugt einen Schatz. Es ist halt eigentlich regeneriert, aber nee, sie bringt sie halt zurück. Okay, ich sag dazu nichts. Legrela die Elster. Diese Karte ist eine Hölle für den meisten Judge. Gerade beim Pre-Release. Ist eine 3 Mana 2-3. Die sagt, immer wenn sie ins Spielfeld kommt, schicken wir eine beliebige Anzahl an anderen Kreaturen einer von anderen Wahlen, also unserer Wahl, die von unterschiedlichen Spielern kontrolliert werden, ins Exil, bis sie das Spiel verlässt. Und auf diese Weise, wenn eine auf diese Weise geschickte Karte unter der Kontrolle ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf sie. Das heißt, wir spielen sie und wir können pro Spieler eine Kreatur auswählen. Das sagt die. Und nicht beliebig viele von einem Spieler oder so. Sondern von jedem Spieler eine. Krabbelnder Butler. 3 Mana 4-1 zu Beginn des Kampfes. In deinem Zug, falls du 2 oder mehr mehrfarbige kontrollierst, kriegt der Doppelschlag. Das ist stark. Das ist gut. Dann haben wir Quisa. So viele Legendaries in diesem Set auch. Quisa, Augurin der Qualen. 4 Mana 3-4. Immer wenn du eine Karte ziehst, verliert dir deinen Lebenspunkt und du hältst deinen Lebenspunkt. Das mit Grisselbrand. Zieh 7 Karten, zahl 7 Leben. Ja, das ist nicht schlecht. Und wir haben ein Umnieter-Amulett. Hier mit dem wunderschönen Frame ja, von dem Set. Ein schwarzes, ein rotes, ein grünes Spontanzauber. Ein Spieler unserer Wahl opfert eine Kreatur oder Planeswalker mit den höchsten Mana-Betragen unter Kreaturen und oder Planeswalkern, die er kontrolliert. Da oder wir schicken die obersten 3 Karten unserer Bibliothek ins Exil. Wir können eine Karte davon bis zum Endsegment spielen. Oder wir schicken einen Friedhof von einem Spieler unserer Wahl ins Exil. Ja, okay. Ist, glaube ich, das Beste. Dann haben wir nochmal die Quisa, diesmal mit dem anderen Artwork. Okay, wir haben eine Menge Ankamens hier drin. Ich mag das andere, das normale Artwork lieber. Dann haben wir Aufstieg der Obscura. Der Aufstieg ist die Ascendancy. Ein weißes, ein blaues, ein schwarzes. Immer wenn ein Zauberspruch gewirkt wird, falls der Mana-Betrag gleich 1 plus der Anzahl an Seelenmarken auf der Aufstieg ist, legen wir eine Seelenmarke drauf und legen dann einen 2-2 weißen Geistspielstein mit Flugfähigkeitsspiel. Solange 5 oder mehr Seelenmarken hier drauf sind, erhalten Geister +3/+3. Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Dann haben wir ein Cabaretti-Amulett. Leider schwächste. Ein rotes, ein grünes, ein weißes Spontanzauber. Wir stürmen 1. Die fügt einer Kreatur oder Planeswalker will Schaden, so wie wir Kreaturen kontrollieren. Oder Kreaturen, die Rotlis kriegen +1/+1 und Trampel bis zum Ende des Zuges. Oder wir erzeugen 2 grüne Weiß-Bürger-Spielsteine. Nicht Burger, Bürger. Ja, leider Schwächste. Und wir haben. Nice, okay. Wir können direkt mal was schauen. Wir haben hier Sophina Spearsage Deserator. 4 Mana 4-4 Menace. Legendary Creature Human Soldier. Nicht von der Liste, aber halt irgendwie doch von der Liste, weil es ist ein Slot von der Liste. Immer wenn die angreift, investigieren wir einmal für jedes Non-Token-Creature, die angreift. Also investigieren bedeutet, wir kriegen einen Clue-Token, den man für 2 Mana opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Und er hat Friends Forever. Man kann 2 Commander haben, wenn sie beide Friends Forever haben.
Diese Karte ist gleich dem Secret Layer 341. Es ist dieselbe Karte. Aus dem Stranger Things Secret Layer. Nur halt, dass die halt Sophina heißt und die andere heißt irgendwie anders. Und ja, deshalb steht hier unten dieses gleich. Das ist so strange. Und für die Judges die Hölle. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.